Hey Leute, in den letzten Wochen habe ich einige Videos darüber gemacht, warum der galaktische Bürgerkrieg im Kanon keinen Sinn ergibt. Heute machen wir damit weiter. Und heute geht es um das Personal des Imperiums. Eher gesagt, um Frauen innerhalb der Ränge des Imperiums. Denn dass wir jetzt wirklich vermehrt Frauen in Führungspositionen im Imperium sehen, ergibt für mich nicht so großartig Sinn. Und bleibt bitte dran und macht euch ein Bild darüber, was ich zu sagen habe, denn es ist vermutlich anders, als ihr jetzt denkt. Okay, zunächst mal. Was hat es denn mit dieser ganzen Frauenthematik im Imperium zu tun? Da gibt es im Kanon und in Legends zwei grundverschiedene Darstellungsweisen. Ihr wisst ja, zum Kanon gehören die Filme und Serien und alles drumherum, was seit dem Kauf von Disney erschienen ist. Und in Legends fallen somit alle Bücher, Comics und Videospiele von Star Wars, die vor dem Kauf Disneys erschienen sind. In Legends haben wir ein ganz klares Bild davon bekommen, wie das Imperium zu Frauen steht. Das Imperium ist da nämlich ziemlich frauenfeindlich. Frauen in imperialen Führungspositionen sehen wir da extremst selten. Die beiden prominentesten sind da wohl Aizen Izzard und Natasi Dala. Izzard war dabei die Leiterin des imperialen Nachrichtendienstes und Dala eine Admirälin, die geheime Waffenforschungsprojekte beaufsichtigte. Beide sehr fähige Frauen, zumindest Izzard, bei Dala könnte man das manches Mal bezweifeln. Aber beides Frauen, die nicht unbedingt auf ihren Posten wegen ihres Könnens kamen. Denn wir wissen, dass Aizen Izzard die Tochter von Armand Izzard war, der vor ihr schon den Nachrichtendienst auch schon in der Republik geleitet hatte. Und wir wissen, dass Izzard Imperator Palpatine sehr nahe stand. So nahe, dass im imperialen Hof sogar gemunkelt wurde, dass sie eine Affäre mit Palpatine hatte. Dala wiederum war der Schützling Tarkins, gleichzeitig aber auch seine Liebhaberin. Tarkin nahm sie zwar schon vorher unter seine Fittiche, angeblich weil er ihr Können erkannte. Aber genau sicher können wir da nicht sein. Dala war dann sogar die erste Frau, die es in den Rang eines Admirals im Imperium schaffte. Beide scheinen also eher durch ihre Connections in diese hohen Ränge gekommen sein, nicht unbedingt durch ihr Können, obwohl sie beide wirklich fähige Frauen sind. Beide Frauen schafften es dann später noch eine riesige Karriere hinzulegen. Izzard stahl den Thron des Imperiums nach Palpatines Tod und Dala führte auch Jahre nach Tarkins und Palpatines Tod verfeindete imperiale Kriegsherren zusammen zu einem letzten Aufbäumen gegen die Neue Republik und wurde danach sogar das Oberhaupt der Galaktischen Allianz, eines Zusammenschlusses aus der Neuen Republik, dem Imperium, dem Habis-Konsortium und der Chiss-Aszendenz. Also quasi die mächtigste Frau in der Galaxis. Damit stehen die beiden aber auch so ziemlich alleine da. Selbst in anderen, etwas niedrigeren Rängen haben wir sehr, sehr wenige Frauen im Imperium in Legends. Im Kanon ist das eine ganz andere Angelegenheit. Seit mehreren Jahren ist sogar der Großteil an wichtigen Imperialen weiblich. Da hätten wir zunächst mal natürlich Großadmirälin Rhea Sloan. Sie nahm quasi die Kontrolle des Imperiums nach dem Tod Palpatines an sich, war aber auch vorher schon ein ziemlich hohes Tier im Imperium. Und sie war es auch, die mit in die unbekannten Regionen floh, um dort die Erste Ordnung zu gründen. Dann hätten wir in den Alphabet Squadron Roman Colonel Shakara Nuress, die den Schattenflügel, eine Elite-Tie-Einheit, leitete. Und in Star Wars Battlefront haben wir Aiden Versio gesehen als Anführerin einer Sturmtruppen-Elite-Einheit. Währenddessen haben wir kaum neue männliche Imperiale in hochrangigen Positionen bekommen, beziehungsweise zumindest keine in hochrangigen Positionen, die für die Geschichte wirklich wichtig wären. Und auch sonst sehen wir in niedrigeren Rängen viele, viele Frauen im Hintergrund meistens herumlaufen. Und das ist für mich ein komischer Trend. Und wenn ich hier jetzt sage, dass diese Frauen im Imperium keinen Sinn ergeben, bin ich mir nicht mal sicher, ob sie das in-Universe tun. Aber in einem Out-of-Universe-Kontext ergibt das Ganze auf jeden Fall keinen Sinn. In-Universe kann man sich darüber streiten, ob es von Vorteil wäre für das Imperium, die Hälfte seiner menschlichen Bevölkerung auch in den Dienst des Imperiums, vor allem in den höheren Dienst zu lassen. Vor allem, wenn diese Individuen sehr kompetent sind. Oder ob es nicht doch besser für ein solch totalitäres Regime wäre, nicht nur Aliens, sondern auch Frauen zumindest zu einem gewissen Grad zu unterdrücken. Aber out of universe ergibt es für mich wirklich keinen Sinn. Vermutlich wurden jetzt so viele weibliche imperiale Charaktere neu eingeführt, um eine gewisse Geschlechtergerechtigkeit einzuführen. Und normalerweise finde ich das sehr gut, solange es in die Story passt. Allerdings müssen wir ja jetzt auch nochmal daran denken, was das Imperium überhaupt storytechnisch für eine Funktion hat. Das Imperium ist in Star Wars das Böse, das, wogegen die Guten kämpfen.
In Legends ging dieser Kampf der Rebellen gegen ein Imperium, das wahllos Leben auslöscht, seine Bewohner unterdrückt und systematisch Aliens diskriminiert. Und teilweise diese Aliens auch jagt und versklavt. Dazu aber auch noch gegen ein Imperium, das auch Frauen diskriminierte. Im Kanon fällt dieser letzte Teil weg. Würde man das Imperium im Kanon also genauso frauenfeindlich lassen, würden sich einige sehr interessante Geschichten für Frauen innerhalb des Imperiums auftun, die gegen dieses frauenfeindliche Bild ankämpfen und dadurch vielleicht sich schließlich desillusionieren lassen und zur Rebellenallianz überwechseln, zum Beispiel. Frauen in hohe Positionen jetzt konstant im Imperium zu bringen, macht das Imperium komischerweise ein klitzekleines bisschen besser. Natürlich wiegt das bei weitem nicht den Mord, die Verfolgung und Versklavung aber Milliarden von Wesen auf. Aber es nimmt dem Imperium einen schlechten Aspekt weg. Das Interessante daran ist aber auch, dass diese Darstellung in den neueren Veröffentlichungen des Kanons nicht nur gegen alte Legends-Beschreibungen gehen, sondern sogar auch gegen die Filme der Originaltrilogie. Da wird das zwar nie ausgesprochen oder explizit gezeigt, aber auch da kann man sehen, dass das Imperium eher frauenfeindlich eingestellt zu sein scheint und die Rebellenallianz eben nicht. Denn soweit ich weiß, sehen wir in der Originaltrilogie überhaupt keine einzige Frau beim Imperium. Jetzt kann man sagen, ja, das waren die 70er und 80er, natürlich wurden da keine Frauen beim Militär gezeigt. Doch so einfach ist es nicht. Denn wer war es denn da, der die gestohlenen Todessternpläne transportiert hat? Wer bildet in Episode 5 mit Carlys Rekin die Spitze der Rebellenallianz? Und wen sehen wir in Episode 6 die komplette Rebellenallianz anführen? Um genau zu sein, belegen in Episode 6 Mon Mothma als Anführerin der Rebellen und Admiral Akbar als oberster Befehlshaber der Flotte die höchsten Positionen innerhalb der Allianz. Und was sind das für zwei Leute? Eine menschliche Frau und ein Alien. Genau das, wogegen das Imperium in Legends diskriminiert. Im Kanon wird der eine Aspekt dem Imperium hier allerdings weggenommen. Und das finde ich sehr komisch. Das ist so, als wollte Disney oder Lucasfilm sagen, hey, schaut mal, nicht nur als Mann, sondern auch als Frau kann man es in einem totalitären Militärstaat weit bringen, der täglich Millionen an Menschenrechtsverletzungen begeht. Wäre da nicht der andere Weg interessanter, dass man die Rebellenallianz in dieser Ära als sehr offen und tolerant zeigt, das Imperium aber eben nicht? Da würden sich, denke ich, einige sehr interessante Möglichkeiten für spannende Geschichten ergeben, die eben auch das Thema Gleichberechtigung behandeln könnten. Und das wesentlich produktiver, als einfach nur eine Menge an Frauen in imperialen Positionen zu zeigen. Eine Möglichkeit wäre hier, wie schon gesagt, eine aufstrebende Imperiale zu zeigen, die gerne in höhere Positionen möchte, das aber immer durch Vorgesetzte aus den dümmsten Gründen verwehrt bekommt, bis sie dann einen Berührungspunkt mit der Rebellenallianz findet und merkt, wie tolerant diese Rebellenallianz ist. Auch interessant wäre eine ähnliche Prämisse, nur komplett ohne Rebellenallianz. Eine Frau im Imperium zu zeigen, die so genervt von den Strukturen ist, dass sie es nach dem Tod des Imperators schafft, zum Beispiel eine eigene, neue imperiale Fraktion aufzubauen, die toleranter gegenüber Frauen, aber auch gegenüber Aliens ist. So in die Richtung des Fell-Imperiums oder des Imperiums der Hand aus Legends. Die hatten ja sogar Alien-Sturmtruppen. Und um das hier nochmal genau klarzustellen, falls ihr das bisher nicht bemerkt habt. Ich habe überhaupt kein Problem mit weiblichen Charakteren in Star Wars, solange diese kompetent sind und der Story gut dienen. Genauso wie übrigens auch männliche Star Wars Charaktere. Da ist mir das Geschlecht, um ehrlich zu sein, eigentlich egal, solange die Charaktere interessant und kompetent sind und der Geschichte dienen. Mara Jade und Jaina Solo waren in Legends zum Beispiel auch mit meine Lieblingscharaktere und auch im Kanon mag ich Jyn Erso und Dr. Aphra zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ich finde einfach, dass es out of universe, dem Ziel, welches mit diesen weiblichen imperialen Charakteren verfolgt wird, nicht wirklich nützt, sondern eher sogar schadet, da man so einige wichtige Themen weniger gut ansprechen kann innerhalb von Star Wars. Aber was sagt ihr? Denkt ihr auch, dass das ein Problem ist oder eher nicht? Haut es unten in die Kommentare. Und kommen wir damit zur heutigen #FragSWW-Frage aus der Community. Commander Thorn schreibt, was war das für eine Maschine an der Pelpsing? PS, wie immer, ganz tolles Video, bester YouTuber. Danke dir für die Komplimente. Da der Kommentar unter meinem Video über das Problem mit Palpatine in Episode 9 stand, nehme ich an, dass du die Maschine meinst, an der Palpatine in Episode 9 eben hing. Das war das sogenannte Omen-Geschirr. Daran musste eben Palpatine hängen, da sein Klon seinen Geist ja anscheinend nicht vertrug. Omen soll dabei im Kanon ein Sith gewesen sein, der einmal auch ein König war und der dieses Exoskelett ursprünglich getragen hatte. Mehr wissen wir dann nicht wirklich. Interessant ist hier aber, dass es einen Omen auch in Legends gab. Er war da ein direkter Nachfahre des Siths Freedan Ned
und musste auch irgendwann ein Exoskelett tragen, um weiterleben zu können. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hier findet ihr noch weitere Videos darüber, warum der galaktische Bürgerkrieg im Kanon keinen Sinn ergibt. Hier findet ihr einen Vergleich verschiedener Panzer, verschiedener Universen auf Sci-Fi-Basis und hier ein Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein!